Schon jetzt dran denken. Erst. Dingens. Erst Netherwarzen. So. Hm? Achso, ich bin ja noch in Discord drin. Und ich habe mich gerade aus Versehen gemutet. Hupala. Das finde ich immer geil in so Videos, wenn du so. Wenn es öfter passiert, dann nervt das. Ich habe mir gestern ein Video angeguckt, wo einer so pausenlos in Steam zugeschrieben wurde. Achso, Moment, bevor wir das machen. Ich hole nochmal Goldnuggets. Da wurde einer pausenlos in Steam zugeschrieben. Das hat mega genervt. Aber wenn das halt so mal passiert und du guckst dir so das Video an und dann hörst du das so und denkst du so, hä? Hat mich gerade jemand in Steam angeschrieben oder was ist hier los? Dann finde ich das schon witzig. Also wenn dann der Zuschauer denkt, ihn hätte jemand in Steam angeschrieben und dann guckt er so in Steam rein und dann sieht er so, oh scheiße, ich habe ja gar keine Freunde. So geht das mir immer. Nee, Spaß. Aber finde ich immer lustig. In 50% der Fälle hat mich dann tatsächlich niemand angeschrieben. Also, dann, ja genau, tatsächlich niemand angeschrieben. Und in 50% der Fälle hat mich Dani angeschrieben. Weil Dani so gefühlt der Einzige ist, der mich auf Steam anschreibt. Aber naja, ne? Jedem das seine. So, guck mal. Awkward Potions. Sehr gut. Und dann können wir da jetzt die hier. Ich gucke nur nochmal nach. Awkward Potions. Nicht, dass wir hier noch irgendwie doch eine andere mit dazwischen haben. Wäre doof. So, und dann können wir jetzt nämlich nochmal einen... Achso. Können wir nochmal einen Stack hier... Ey, guck mal, wir spiegeln uns sogar im Glas. Soll das eine Spiegelung sein oder ist das ein... Okay, ich glaube, das war ein Anzeigefehler. Achso, ich wollte mir ja mal... Warte mal. Ich hab doch... Ich hab mir doch... Texture Packs runtergeladen, oder? Hehe. Das habe ich ja mal gesagt, dass ich eigentlich mal... Haha. Das ist für die 1.12, glaube ich. Deswegen nicht wundern, wenn irgendwas komisch aussieht. Aber die haben ein neues... Texture Pack gemacht. Hey, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir behalten das mal. So, wir testen das einfach mal aus. Das ist jetzt wieder so eine mega spontane Entscheidung. Aber habe ich ja letztes Mal gesagt, dass wir uns mal die Texture Packs angucken. Die Gläser, die gefallen mir jetzt nicht so. Weil wir haben ja Optifine drin. Und dann könnten die Gläser eigentlich schöner trennen. Warte mal, ich mache mal kurz hier erstmal wieder. Ich hasse das, wenn man das Klicken nicht hört. Auf dem Handy nervt mich das, weil ich da so viel klicke. Aber hier brauche ich das. So, warte mal. Ich bin gerade kurz ein bisschen blind. Warte mal, Details. Wo war das denn? Wie hieß das denn überhaupt? Für Other Chunk Loading. Da, Connected Textures. Auf. Ha, nee. Das war das normale Glas, was die neu gemacht haben, glaube ich. Ich glaube, dafür gab es neue Texturen. Warte mal. Normales Glas haben wir. Alter, wie die. Lol. Wir haben kein Glas mehr. Stimmt ja. Da. Glasspane. Dann hat man nicht mehr diese hässlichen Streifen in der Mitte. Ich fände es cool, wenn die das hier auch so gemacht hätten. Alter, warum sieht das denn alles so anders? Lol. Das sieht alles so anders aus. Mega geil. Finde ich cool. Also, gefällt mir. Ist mal was Neues. Das sieht so, das finde ich immer geil. Wisst ihr, wenn du so, du hast so begrenzte Möglichkeiten, so. Aber du, wenn du dir das jetzt anguckst, die Werkbank sieht dadurch, dass die jetzt einfach diese Streifen da hinzugefügt haben, sieht die einfach viel mehr 3D aus. Hier gibt es jetzt noch keine neuen. Haben die nicht gesagt, dass die hier neue, Dingens hinzugefügt haben? Neue Texturen? Ich meine, eigentlich sollten die neue Texturen haben. Da der Obsidian-Block beispielsweise. Warte, setze ich jetzt wirklich einen hier hin? Ich setze einen hier hin. Hat der eine neue Textur? Moment, ich muss kurz Shader ausmachen. Ich erkenne das sonst nicht. Ja, der hat eine neue Textur.
Finde ich cool. Wir behalten das mal. Wir gucken uns das mal an. Ich habe ja gesagt, ich will kein Texture-Pack haben, was jetzt zu sehr anders aussieht. Einfach aus dem Grund, weil dann sonst... Beispielsweise, wenn du jetzt ein Texture-Pack hast, was mega... Warum ist der jetzt eigentlich Stein? Och, Mann, ey. Da haben wir so Glas. Okay, Connected Textures gibt es hier für das Glas nicht. Ist ja auch klar, ist ja ein Vanilla-Texture-Pack. Warte kurz. Wir haben doch hier bestimmt irgendwo... Da haben wir Stein. Bitteschön, dankeschön. Ich mach kurz den Magnet wieder an. Ich habe ja gesagt, ich will nicht so gerne ein Texture-Pack nehmen. Einfach aus dem Grund, weil die meisten Texture-Packs einfach nicht diesen Vanilla-Stil haben. Die meisten Texture-Packs, die sehen einfach... Ich weiß, es gibt auch Vanilla-Texture-Packs, die so im Vanilla-Stil gehalten sind, aber... Ja, das Ding ist halt, die sind dann so... Die sind dann immer irgendwas Besonderes oder die wollen irgendwas Besonderes sein. Dann gibt es halt Vanilla-Texture-Packs, die hochauflösend sind oder so. Sowas hatte ich beispielsweise, wie gesagt, bei Millionaire drin. Aber das Ding ist, wenn du dann halt so Blöcke, du hast so Vanilla-Blöcke und dann hast du so einen Ofen. Okay, ich muss sagen, der Ofen, der passt, ist ein Scheißbeispiel. Sagen wir hier diese Kisten. Du hast so Vanilla-Blöcke und du hast dann eine Kiste. Das passt mega gut. Aber wenn du jetzt Vanilla-Blöcke in hochauflösend hast, dann sehen die Steine geil aus. Und so nach Vanilla und so. Und dann guckst du so und sieht alles geil aus. Und dann drehst du dich hier so rüber und siehst Modblöcke und die sehen einfach mega scheiße aus. So, dann habe ich lieber alles einheitlich scheiße. Warte mal kurz, haben sich die Erze verändert? Nein. Dann hab ich lieber alles einheitlich scheiße. Aber guck mal, so sieht das doch schon relativ nice aus. Ich finde, die Blöcke passen jetzt gar nicht mehr so gut rein, weil die so ein bisschen zu flach sind. Wenn ihr wisst, was ich meine. Die haben hier halt so ein bisschen Tiefe hinzugefügt. Einfach nur so eine kleine Linie, so eine kleine schwarze Linie. Wie viel die einfach ausmacht, finde ich so krass. Kommt da direkt ein bisschen Tiefe mit rein. Gefühlt. Aber die haben halt hier so... Also hier die Blöcke, die sind halt so flach. Das passt nicht so gut. Aber was soll's, ne? Ich meine, komm. Was soll denn der Geiz? Alter, sieht Glowstone kacke aus. Sieht fast aus wie so... Kennt ihr hier aus... In Tackets beispielsweise gibt es ja diese Staub... Partikel. Die haben zwar die gleiche Form wie Glowstone und so, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber das sieht einfach 1:1 aus wie so Kupferstaub oder so. Oder Bronzestaub? Obwohl, nee, ich glaube, doch Bronzestaub. Bronzestaub hatte ungefähr die Farbe. Kupfer war, glaube ich, dunkler. Oder? Oder andersrum. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch egal. So, wir machen jetzt Instant Health 2. Machen wir 3. Ach, komm, weißt du was? Warte mal kurz. Wir haben doch bestimmt noch eine Glycerin Melon und dann noch 1, 2, 3 und dann nochmal einen davon und einen davon und dann machen wir einfach, warte, wie macht man nochmal Wurftränke? Wurftränke macht man mit, warum steht hier nicht, wie man Wurftränke macht? Ach ja, genau, doch steht hier mit Schwarzpulver, genau. Ich war mir nur gerade nicht mehr sicher, ob man das mit Schwarzpulver oder mit Glowstone, mit Redstone macht, aber Redstone macht ja, war ja auch eine Verstärkung, sag ich mal. So, dann machen wir nämlich hier nochmal ein bisschen Stärke und dann machen wir nämlich 2 hiervon. So, dann machen wir hier einmal, warte. Und das ist übrigens nicht Stärke, sondern Instant Healing. Huch, ich wollte eigentlich 2 davon mitnehmen. So. Und dann machen wir die hier nämlich zu Wurftränken. Dann haben wir zweimal Wurftränke und zweimal normale Tränke. Ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung. Dann packen wir uns einfach unser komplettes Inventar voll. Vielleicht nicht das komplette, aber so... Die Hälfte, sage ich mal. Oder vielleicht 3/4. Packen wir uns voll mit irgendwelchen Tränken, damit wir uns selbst heilen können und so ein Scheiß. Und dann sollte ja eigentlich nichts schief gehen. Dann haben wir Wurftränke, falls wir uns schnell heilen müssen. Dann können wir die einfach unter uns auf den Boden werfen und dann ab dafür. Und wir haben dann hier Healing. Also die normalen Tränke. Ich weiß auch gar nicht, falls wir rauskommen aus der Arena, habe ich mir so gedacht, dann könnten wir ja auch einfach hingehen und sagen, jo, wir locken die einfach aus der Arena raus. Weil sobald wir die aus der Arena rauslocken, haben wir es einfacher, weil wir ein größeres Feld haben. Dann haben wir zwar andere Gegner, aber das ist uns ja eigentlich egal. Oder nicht? Das finde ich ein bisschen kacke. Warum werden hier die Potion of Healing zwischen quasi die Potion of Strength gepackt? Okay, das eine ist eine Splash Potion. Das macht vielleicht Sinn. Weil das sind auch Splash Potions. Aber gut.
denn hier jetzt? Aliens oder was? Ich habe ein bisschen Angst. Warte mal, ich gehe mal zum Hinterausgang raus. Ich habe ein bisschen Angst, dass die unser... Ich mach mal kurz. Damit ihr auch was seht. Ich hasse das nur ein bisschen selbst. Guck mal, Aliens. Geil. Modulo, hallo. Ich hasse das selbst so ein bisschen. Ah, guck mal, wie die Blätter aussehen. Geil. Nein. Nicht. Geh weg. Darf ich aufhören zu brennen, bitte? Hallo? Brennen, bitte? Guck mal, wie die Blätter aussehen. Jetzt hört mich... Geh weg. Die Blätter sehen voll geil aus. Die gefallen mir richtig. Die haben wenigstens mal jetzt ein bisschen Blattform. Nicht nur so random irgendwie dahingeklatscht, sondern so ein bisschen... Das ist cool. Och, Mann, ey. Okay, ich gehe gleich wieder rein. Weißt du, wenn du hier die ganze Zeit am Brennen bist, das nervt doch einfach nur. Du kannst ja nicht mal was gegen machen. Obwohl, warte, wir haben Trank der Feuerresistenz. Ha, ich nehme alles zurück. Ich hole kurz Trank der Feuerresistenz. Jetzt ist hier drinnen schon wieder einer. Alter, geh nicht mehr auf den Sack. Wie anders das einfach aussieht. So krass. Okay, einen Trank der Feuerresistenz. Boop. Dann fressen wir noch kurz einen. Und dann, so. Dann kriegen wir nämlich wenigstens... Alter, da kommt der angesprungen hier. Dann kriegen wir wenigstens nicht die ganze Zeit Feuerschaden. Warum läuterst du mich denn so weit weg? Lass mich doch wenigstens vom Haus weg. Ist der Creeper jetzt dadurch ernsthaft nicht gestorben? Doch, ich glaube schon, ne? Da ist noch ein Sensenmann. Hä? Woher? Ich weiß noch nicht, ob diese Items, also hier die Obolon, habe ich immer noch nicht nachgeguckt. Ob die überhaupt irgendwas bringen. Guck mal, wie kacke der Baum hier aussieht. Ach ja. Hör, was bist du denn? Ein Rolloskop. Oh, okay. Noch nie gesehen. Ach, guck mal. Wir kriegen ja gar keinen Schaden mehr durch Feuer. Dass das trotzdem noch angezeigt wird, nervt ein bisschen. Warte mal. Details. Nee, wo war das denn? Performance? Och nö, okay. Schade. Ich dachte, wir können das direkt komplett ausstellen. Oder warte, gab's hier nicht noch? Nee. Irgendwo gab's doch, glaube ich, noch Clouds, Grass, Rain, Stars. Hm. Wir können eine Vignette machen. Fancy. Ich dachte eigentlich, man könnte das komplett ausstellen. Aber scheinbar ist dem nicht so. Und ich bin gerade zu doof. Hallo. Oh, da ist ein Chocobo. Mit den Chocobos haben wir uns eigentlich auch viel zu wenig beschäftigt. Eigentlich sollten wir da noch ein bisschen mit rumfliegen und so. Aber egal. Hi. Na, was geht? Ja, wie auch immer. Wo bist du? Skelett. Wo ist denn das Vieh? Das hier ist ein Obolon. Nicht ein Obolon. Von denen kriegen wir ein Obolon, das ist ein Modulo. So. Aber, aha, hier bist du. Hi, hi. Johnny Walker. Habt ihr gelesen? Walker heißt er. Johnny Walker. Ich glaube, ich gehe gleich einfach schlafen, dann ist der Spuk hier vorbei. Langsam reicht es mir. Wir bräuchten ein Bett komplett unter der Erde. Damit wir auch, wenn Monster draußen sind, schlafen gehen können. Och, jetzt kommt Windows hier angeschissen. Viren und Bedrohungsschutz. Juckt mich doch nicht, Alter. Naja, wie auch immer. Ich glaube, wir haben diese Folge genug gemacht. Wir haben uns tatsächlich ganz gut vorbereitet, glaube ich. Also wir haben jetzt zwar keine Fernkampfwaffe, was vielleicht ein bisschen nachteilhaft ist. Dafür müssen wir die halt alle erstmal ausprobieren und vielleicht machen wir das sogar noch nächste Folge. Nächste Folge, also nächste Aufnahme hatte ich eigentlich vor, 2 Folgen aufzunehmen. Vielleicht machen wir da dann nochmal ein bisschen Fernkampfwaffen und Inventar aussortieren. Ich weiß es nicht.
dass wir uns mal hier den ganzen Fernkampf, den ganzen Fernkampfwaffen widmen. Fände ich, glaube ich, ganz cool. Und dann, wenn ich 3 Folgen am Stück aufnehme, machen wir mal den Kampf. Ich würde sagen, so machen wir das. Also ich guck mal, je nachdem, wie ich nächstes Mal Lust habe. Vielleicht habe ich auch Lust, 3 Folgen direkt am Stück aufzunehmen. Dann mache ich direkt den Kampf. Ansonsten werden wir uns noch ein bisschen vorbereiten und mal die Waffen angucken. Vielleicht finden wir ja noch irgendeine Waffe, die ein bisschen stärker ist, sage ich mal. Aber ich würde sagen, dann war es das auf jeden Fall erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das Texture Pack findet. Also ich finde es eigentlich ganz cool. Ich werde das auf jeden Fall erstmal drinnen lassen für ein paar Folgen. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Finde ich auf jeden Fall nice, dass die da mal was gemacht haben. Naja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!